Jeder Mensch ist einzigartig, auch du. Aber bist du auch außergewöhnlich? Nun, ich gebe mal eine Definition. Außergewöhnlich ist man, wenn man der Einzige in Deutschland ist, der Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt kannst du für Punkt, Punkt, Punkt ja irgendetwas einsetzen, whatever you want. Und jetzt behaupte ich mal ganz, ganz frech, dass es eine Sache gibt, wo ich richtig außergewöhnlich bin. Wo es in ganz Deutschland niemanden gibt, der mehr Punkt, Punkt, Punkt hat als ich. Und was das ist, erzähle ich euch jetzt mal. Es hat mit Finanzen zu tun. Es hat mit Aktien zu tun. Und da gibt es ja so viele Schnösel, die ja wesentlich mehr Geld haben als ich, die wesentlich mehr investiert haben als ich und die wesentlich mehr Punkt, Punkt, Punkt. Nein, ich habe aber mehr Punkt, Punkt, Punkt als alle diese Schnösel. Und das liegt daran, dass ich nicht Nvidia habe, nicht Apple habe, nicht Amazon-Aktien habe, sondern ich habe Home Bias. Wisst ihr, was Home Bias heißt? Dass man nur Aktien aus seiner Region kauft, aus seinem Land, nein, aus dem Home, aus der eigenen Region, aus meinem Stadtteil, möchte ich sagen. Und da nähern wir uns diesem Punkt, Punkt, Punkt schon sehr weit. Ja, und jetzt kommt die Auflösung. Ich behaupte einfach, dass es in ganz Deutschland niemanden gibt, der von seiner Wohnung aus zu Fuß zu mehr Hauptversammlungen gegangen ist von verschiedenen Firmen als ich. Nämlich dreimal. Und das werde ich euch jetzt mal erläutern. Da ist zum einen OHB. Ja, ihr kennt die Firma vielleicht, stellen Satelliten und Trägerraketen her, also alles, was so durch den Weltraum fliegt. Und die residieren direkt bei mir hier um die Ecke, nicht weit entfernt. Und da hatte ich mal Aktien und war auf der Hauptversammlung. Da bin ich zu Fuß hingegangen. Und zum Zweiten war mal hier eine Hauptversammlung von CTS Eventim. Kennt ihr auch, die Tickets vertreiben hier, wenn Helene Fischer oder Taylor Swift hier ist. Ja, irgendwelche Konzerte, ist sogar im MDAX. Und auch da war mal hier in der Nähe die Hauptversammlung, da konnte ich in einer halben Stunde zu Fuß hingehen. Und zum Dritten, und das war für mich vielleicht sogar das Wichtigste, die CW Color, bekannt durch Fotobücher. Auch die hatten ihre Hauptversammlung hier in im Parkhotel, hier bei mir ganz um die Ecke, nicht weit. Und da war ich auch. Also drei Aktiengesellschaften, von denen ich Aktien hatte und wo ich bei der jeweiligen Hauptversammlung war. Und jetzt soll ja mal jemand sagen, ob er schon öfter zu Fuß zur Hauptversammlung gegangen ist. Das würde mich ja mal interessieren. Auch wenn ich also genauso einzigartig bin wie jeder andere Mensch auch, so denke ich, dass dieses hier mit den Hauptversammlungen, zu denen ich zu Fuß gegangen bin, sehr außergewöhnlich ist. Und dass es wohl in ganz Deutschland, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, niemanden gibt, der das öfter getan hat als ich.